It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren. Guckt euch mal das hier drüben an. Der Knilch hier, ich habe es kurz durchlaufen lassen, zwecks Spinbot und sowas. Ihr wisst ja, so wie jedes Overwatch, einfach kurz. Und dann stellt man auf einmal fest, warte mal, der Spinbottet nicht. Der guckt nicht nur geradeaus, sondern hat Handschuhe, ein Knife und was komplett abgedreht ist. Also ich würde fast jetzt schon sagen, nur aufgrund der Skins cheatet er nicht. So, dann machen wir jetzt hier einfach mal auf Resume und jetzt passt genau auf, was der Kerl da gleich rechts zückt. Holy fucking shit, Achtung. Oh shit. Habt ihr das gesehen? Die Ayub? Die Desert Hydra Ayub. Und er trifft nicht. Also, das Ding habe ich noch nie gesehen. Aber ich weiß, dass es viel wert ist. Also, komplett bekloppt. Das hier kann... Ja, also, das sage ich jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, also vor allem nicht obvious, mit so einem krassen Scheiß rein cheatet. Aber wahrscheinlich auch nicht unobvious, sondern eigentlich, also ich weiß, man lässt sich dann voll von den Skins blenden. Man ist so Skinstruck oder wie man sagt und erkennt dann den Cheater nicht wirklich an. Aber ohne jetzt großartig zu wissen, wie das hier ablaufen wird, ich habe es wie gesagt nur durchgespult, aber ich habe ziemlich früh aufgehört zu spulen, weil ich sofort dachte, what? Ja, also komplett Diem. Was, das habe ich noch nie gehabt, noch nie. Das ist mein krassestes Overwatch, was einfach einen einzelnen Skin angeht, ever. Komplett. Gut, okay, also er hat hier, wie gesagt, das Tiger-Tool, er hat die AWP, er hat eine geile Pistol am Start, er hat Gloves am Start. Jetzt gucken wir mal natürlich mal, wie er spielt, ne? Also er aimt hier ganz normal rein, hittet dann auch recht nice. Den Freund auf Mitte hat er nicht getroffen, aber man kann ja auch nicht immer alles treffen. Achso, jetzt hat sich beim Durchspulen, glaube ich, gezeigt, dass das ein Short-Match ist. Also das ist nämlich recht früh Seitenwechsel, also nicht wundern. Okay, er geht hier oben einfach durch, wurde aber von dem Gegner gesehen, aber der Gegner ist tot, der andere wartet nicht auf den Call von wegen, Achtung, holt ihn einfach von Palace hinten raus, der kommt gleich durch, nein. Oh. Okay, also nach den Shots, der ballert da einfach im Laufen rum. Okay, also so, der schießt da fast weg. Gucken wir mal. Aber ich bin absolut buff, also ich bin wirklich komplett buff. Klar, das Knife und so und die Handschuhe und die Pistole, ne, seine USP-Traitor oder was es ist, das ist schon alles sehr, sehr geil. Aber diese AWP, also die packe ich auf jeden Fall, Leute, seid mir nicht böse. Aber die packe ich hier in die Thumbnail. Hallo, aber hallo. Boah. Also das ist einfach krass, ich bin sprachlos. Gut, dann mach mal deine Zauberei hier, Monsieur. Und, er hat sogar einen Taser dabei. Ich sehe es nicht ganz so sympathisch, ja. Nee, also ich Taser, super. Ob er damit auch einen Kill macht, weiß ich nicht. Oben sind zwei, drei drin. Oh, das kam der nochmal zurück. Ich wollte gerade sagen, hat er gar nicht geschossen, als der Gegner voll im Bild war, sogar noch recht lange. Da schießt er nicht, aber dann schießt er rein, wenn der Gegner einfach gerade einen Step rüber macht. Also der Gegner ist ihm reingelaufen. Minimum, der ist reingelaufen. Ihn jagt er jetzt wahrscheinlich hier, den vorletzten. Der andere hampelt auf Mitte rum, die Jungs haben es im Griff, alles gut. Jetzt gucken wir mal ganz genau, nur für alle Fälle. Hier die Hops, chillig. Er ist sich wahrscheinlich... Wenn ich er gewesen wäre, hätte ich sowas von hier unten in der Ecke geguckt. Also hier direkt links unten. Wenn ich einfach durchlaufen, da ist er... Vertraut er komplett auf sein Glück hier. Achtung. Wie kommt denn der ins Overwatch rein überhaupt hier? Der macht ja überhaupt nichts, ob wie es ist. Die anderen, also die zwei, die auf A gehen jetzt gerade durch Palace. Er wird hier erstmal keinen Kontakt haben. That's a little bit of a sad story, aber wir gucken einfach weiter. Also vielleicht merkt er es rechtzeitig, dass da nichts kommt, aber was heißt merken, ne? Ich meine, er wartet, der guckt ja nicht rein. Ich gehe davon aus, dass er keinen Warlock hat, somit weiß er ja gar nicht, dass da halt niemand ist, ne? Bin übrigens jetzt hier in der Aufnahme noch leicht angeschlagen, man hört es wahrscheinlich, also ich hatte ja letzte Woche Corona, oder ja, vergangene Woche Corona, und meine Voice war zwar nicht komplett im Arsch, ich konnte ganz normal meine Streams durchziehen, übrigens dreimal die Woche Livestream, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Ihr könnt da mit mir zusammen spielen, ihr könnt da Skins gewinnen in den Giveaways und so weiter und so fort. Das war eine schöne winzige Hopstrecke, die er sicherlich gelernt hat und eben nicht großartig mit dem Skript oder sowas gehustelt hat. Das waren ja auch nur, wie viel? Zwei? Also, Billo, das krieg ja sogar ich hin, wenn ich mal gutes Timing hab. Mitte ist jetzt komplett leer. Und er rot... Ah, okay, A ist wahrscheinlich auch angesagt, ne? Da kommen sie durch. Die Bombe ist auch schon recht close unten bei T-Stairs. Ah, yep, nice. Also, von meiner Seite aus,
ist hier noch nichts dabei gewesen bei den Shots von wegen, oh, ganz schön auffällig oder sowas. Also da ist alles chilly. Richtung Wallhack, ja, ist mir auch nichts aufgefallen. Null. Also sie kommunizieren natürlich darauf, oder das muss man bedenken. Ja, also bis jetzt ist mir nichts Großartiges aufgefallen. Wir haben das früher immer im Spaß gesagt, ne? Jemand hat keine Skins, der cheatet, jemand hat Skins, der cheatet nicht. Wir hatten natürlich schon oft jetzt den Fall, dass Leute mit sogar recht dicken Inventaren rumgecheatet haben und dann eben auch irgendwann weggebannt wurden. Oder auch nicht. Der Großteil würde ich sagen eher nicht, oder? Aber manch einer eben schon, so zwei, drei. Ich meine, insgesamt habe ich noch nicht so viele Fälle mit wirklich schönen Skins oder Skins generell gehabt. Die meisten Fälle, wenn ich auf meine Overwatches zurückgucke, ich glaube, ich habe so 200, 300 Overwatch-Videos wahrscheinlich schon gemacht, vielleicht mehr. Da war es eigentlich, ja, also ich sag mal, in 95% der Fälle, 96% der Fälle ist es halt eigentlich nichts. Noch nicht mal mit irgendeinem Skin, also mit irgendeinem. Die hampeln da dann komplett nackt rum. Aber hier ist ja überhaupt nichts. Wie ist der ins Overwatch gekommen? Ja, da sieht man es. Hier ist Rundenwechsel schon. Also die haben jetzt hier ein Shortmatch am Start, die Jungs. Jetzt frage ich mich, ob das hier genauso lange geht. Ich glaube, man hat immer 7, 8 oder 9 Runden zu gucken, beziehungsweise ungefähr 10 Minuten Material. Mal ist es mehr, mal ist es weniger. Ja. War übrigens ein nicer Shot. Oh, da hat er jetzt, würde ich sagen, ein bisschen... Das eine sah ein bisschen arg geprefired aus und hier... Warum hat er nicht hier rechts ins Eck geguckt? Warum hat er da nicht hingeguckt? Also er ist, nachdem er den einer in Window gekillt hat oder Jungle, ist er ja so selbstverständlich hier durchgelaufen, als wenn er wüsste, dass links keiner ist. Okay, ich ruder einfach mal zurück. Ich würde hier zwar noch lange nichts drücken, aber das war schon mal ein bisschen merkwürdig. Aber es ist noch alles im Rahmen. Da geht die Demo, glaube ich, leider nicht arg viel länger. Kriegen wir noch eine Runde, bitte? Ja. Ja, okay, optimal. Gut, da ist alles chillig, Also, jetzt Suspect, mach bitte nochmal eine richtig super duper clean Runde. Oder cheat voll rein, damit ich halt hier was zu sagen oder zu sehen habe. Aber ich wünsche mir natürlich, dass er nicht cheatet, damit wir endlich mal wieder einen Suspect haben. Den konnte man ganz gut sehen. Die letzten zwei sind übrigens auch auf A. Den hat er eigentlich nicht... er ist richtig auf den Boden geknallt. Den hat er eigentlich nicht crossen sehen, glaube ich. Und das war's schon. Okay, das ging jetzt dann doch recht abrupt. Er hat dem letzten noch den Rücken zugekehrt, das hat man gemerkt. Also ich bin mir zu, fast 99% sicher, meine ich. Ich bin mir zu 99% sicher so, dass er kein Aim Assist hat, dass er kein Vision Assist hat, dass er auch kein Other hat. Und Griefing habe ich auch nichts gesehen. Also diesem Knilch hier werde ich nichts drücken. Kurz waren so ein, zwei Dinger. Bisschen merkwürdig. Wenn wir jetzt hier mehr hätten sehen dürfen, wäre es vielleicht doch merkwürdiger geworden und man hätte eher nachdenken müssen. Aber ich bin mir auf jeden Fall viel, viel zu unsicher, da was zu drücken. Also der war meines Erachtens komplett clean. Hat ein oder zwei Runden ein bisschen merkwürdiges Lack gehabt vielleicht und das war's. Mehr ist da nicht rauszuholen. Gut, dann, Habe ich alles gemacht. Ne? Nicht, dass ich falsch drücke. Gut, dann machen wir das mal so. Zack! Und somit wäre es das dann auch für heute mit dem Overwatch wieder gewesen. Ich werde jetzt gleich noch eins aufnehmen für euch, aber macht zuerst mal das hier fertig. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare. Haut auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zu dem Knilch sagt, also ob er anhatte oder nicht. Ich sag einfach mal nein. Und danke für die Likes, habe ich schon gesagt. Habe ich ja nicht gesagt, genau. Zuschauen, kommentieren, Likes. Ich freue mich sehr, wenn ihr kommentiert. Ich habe gerade vorhin wieder alle Kommentare beantwortet. Nur die vom, also die gerade eben entstanden sind, beim aktuellsten Video noch nicht. Ich habe vorhin kurz reingeguckt. Das war das Video mit meinem Steam-Account, der eine kurze Zeit den Community-Bann hatte. War ein bisschen eklig. Da sind noch ein paar Kommentare jetzt offen von der letzten Stunde, aber das mache ich noch. Wie gesagt, danke für alles. Kommt gerne in die Livestreams, um mit mir zu daddeln, aber eben auch um Skins abzustecken, wenn ihr wollt. Wir machen in jedem Livestream Giveaways oder ein Giveaway mit 4 Dingen, mit 2 Skins, einem Sticker, einem Graffiti. Da kann man mitmachen und sich was Schönes abgreifen. Und diese Woche, aber dazu gibt es auch nochmal ein kleines Extra-Video, ist das Knife-Giveaway übrigens offen. Also diese Woche ist Dienstag, Donnerstag und Freitag Knife-Giveaway im Livestream. Rankommen, meine Damen und Herren, würde mich sehr freuen. Und ja, haut da rein, dann bis Dienstag 18 Uhr spätestens. Und ja, later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.